Das hast du davon. Das nächste Mal trete ich auf dich und das war's. Ja? Vorsicht, Schatz. Vertrau ihr nicht. Geh zurück in dein Netz, Schwester. Du kommst nicht zu mir. Ich komme zu dir. Ihr redet genau wie Gollum. Was ist das? Glocken. Sprich mit der Köchin. Oh, garstige Zauber tun den Ohren weh. Warum höre ich dich immer noch? Sie will nicht mit uns reden. Finde anderen Weg, sagen wir. Sei sehr nett und freundlich. Warum gerade die Köchin? Mich erschreckt. Was ist es, Schatz? Ist es lecker? Du hast Hunger, hm? Nette, freundliche Elben lassen Smeargold durch ihre schönen Hallen laufen. Und warum kann die Blinde nicht frei rumlaufen wie wir, fragen wir uns. Ja, armes Mädchen. Sie gehörte zu Gwendils Kreis. Dem Rätselmeister? Unser brillantester Geist. Er und seine Gelehrten versuchten, unser Reich mit Zaubern zu schützen, aber der Düsterwald verschlang sie alle. Mel war die Einzige, die zurückkehrte. Geblendet und verwirrt, aber am Leben. Was die Dunkelheit ihr angetan hatte, sie wusste es nicht oder wollte es nicht sagen, aber sie gab sich die Schuld. Der König selbst band sie an die Höhle, mit einem Zauber, um die Dunkelheit zu versiegeln. Vielleicht kannst du ihr das Essen bringen. Die Kinder stehlen ihr ständig das Obst. Nimm, was du willst. Stell es auf den Tisch an ihrem Fenster. Aber sprich nicht mit ihr. Ja, gut. Ja, es ist nicht der beste Wein. Bring ihr bitte nicht zu viel davon. Also nur eins. Nicht den Apfel oder so. Die Kinder stehlen dir ständig das Obst. Wir nehmen Schnaps. Nun... nicht, fürchte ich. Aber du kannst ihn haben, wenn du willst. Oh, hübscher Fisch. Iss. Du siehst hungrig aus. Na dann. Blinde Elbin, Smeargold hat Essen für dich. Sie hat vielleicht keinen Hunger. Gutes Essen, ja. Und Neuigkeiten. Neuigkeiten über den Rätselmeister. Den sie für tot hielten, der aber nicht tot ist. Aber vielleicht will die blinde Elbin das gar nicht wissen. Nein, das will sie nicht, oder? Wir sollten sie in Ruhe lassen und nicht mit langweiligen Geschichten belästigen. Wer? Was? Da ist sie doch. Wer hat Gwendol gesehen? Hat sie etwas gesagt? Wer hat Gwendol gesehen? Oh, sie wollten es dem guten Smeargol nicht sagen, die netten Elben. Wollten uns ihre Namen nicht sagen. Nein, nicht uns. Aber wir hören sie flüstern. Der Rätselmeister wurde gesehen, ja, draußen in den Wäldern. Jenseits des schrecklichen Nebels, wenn man den Elben trauen kann. Jenseits? Der gute Smeargol würde helfen, sicher, der armen blinden Elbin. Aber wir können nicht durch den Nebel. Die Elben haben's gesagt. Schwierig, ja. Und wenn es einen Weg gäbe, durch den Nebel, was würdest du tun? Oh, wenn wir es könnten, Schatz. Gute Frage. Wenn es einen Weg gäbe, ja, dann könnten wir ihr helfen, ihren Freund, den Rätselmeister, zu finden. Danke für den Wein, Smeargold. Was macht ihr da? Tja. Was macht er? Hackt er was aus? Oder kaut er nur an den Nägeln?
Schwer zu sagen. Smeargol, komm her. Zeit für deinen Fisch. Wie so ein Hund, weißt du? Schöner Fisch. Nette Elben. Netter Smeargol. Nimm etwas für Mel mit, wenn du schon mal da bist. Oh, Moment. Mel, aber erst Küche. Moment! Ich hab mich verlaufen. Wo war denn jetzt die Küche? Hier war die Küche. Was sollen wir der Blinden heute mitbringen? Hm? Die Küche ist voll. Kräuter. Wir könnten Kräuter mitnehmen. Schnaps. Und wir könnten sie abfüllen. Bringt das was? Apfel? Boah, keine Ahnung. Voll. Wie kann man nur stinkende Kräuter essen? Nehmen wir Kräuter. Ist halt eine Elbe, die sind naturverbunden. Er ist in letzter Zeit von schöner Worte. Das gefällt mir gar nicht. Wenigstens hat Mel jemanden, mit dem sie reden kann. Um ihn mit ihren Rätseln zu nerven, meinst du? Hab heute Kräuter mitgebracht. Ihre Lieblingssorte. Kein Wein? Ist wahrscheinlich auch besser so. Ich habe heute auch etwas für dich. Das Schneckenhaus auf dem Tisch. Steck es in den Mund. Das Schneckenhaus? Warum? Du hast die fehlende Glocke immer noch nicht gefunden, oder? Smeargol hat's versucht. Keine silberne Glocke. Nirgends. Hast du in den Gemächern des Königs gesucht, wie ich es dir gesagt habe? Ach, zu viele Augen. Grausame, glänzende Augen. Sie schlafen nie. Gut für sie. Nimm die Muschel. Keine Sorge. Da ist nur Wasser drin. Die silberne Glocke. Bricht sie den Fluch, der sie im Dunkeln hält? Du musst immer dreimal fragen, ja? Ein Brauch deines Stammes, des Plappervolks. Wir sind kein Plappervolk. Es fehlt eine Glocke an der Tür. Setz sie wieder ein und der Zauber ist gebrochen. Und dann ist sie frei? Du hilfst mir, ich helfe dir. Wie versprochen. Warum muss Smeargol trinken? Sie haben dich vor mir gewarnt, nicht wahr? Ich muss wissen, dass du mir vertraust. Trink, es ist nur Wasser. Ja, dann war nett, dich gekannt zu haben, Smeargol. Gibt's was Neues über ihn? Der Rätselmeister. Nur Gerüchte, flüchtige Worte. Bäh. So, wir haben es getrunken. Gut gemacht. Das Wasser verbindet uns jetzt. Verbindet uns? Wenn ich keinen Fehler gemacht habe. Versuchen wir es mal. Nur Wasser, sagte sie. Es ist nur Wasser. Und es war auch nur Wasser. Geh jetzt zu dem Teich mit dem steinernen Baum. Warte dort und lausch nach meiner Stimme. Ihre Stimme? Ja, hätten wir doch mal Wein mitgenommen für die Gute. Hallo, Smeargol. Er riecht in letzter Zeit nach Rosen. Ist dir das aufgefallen? Und er sieht doch sauber aus. Ja nun, man hat ein bisschen gebadet, denke ich mal. Durchaus verwirrend hier. Warst du wieder bei Mel? Was heckt ihr beide aus? Wir reden nur. Ist nicht nett, immer allein zu sein. Nicht nett. Nimm dich vor ihr in Acht. Hm. Die Frage, sollte sie sich vor Gollum in Acht nehmen oder Gollum vor ihr? Oder aus mir Gollum? Das? Das Wasser verbindet uns. Woher soll ich das wissen? Wie oft noch? Zum Teich, sagt sie. Lausch nach meiner Stimme. Was für ein elbischer Trick ist das? Vernachlässigt Bodir immer noch sein Bogenschießen? Au. So, ich mach mal den. Von wegen sauber. Guckt euch mal an, wie dreckig der ist. Ich höre dich atmen.
Was ist in unserem Kopf? Bist du noch da? Mach, dass es aufhört. Ganz ruhig. Aufhören. Sei still und hör. Vielleicht führt noch ein anderer Weg in die Gemächer des Königs. Heimlich, heimlich. Hier oben gibt es Elben. Alles, was sie hören, ist ein Genuschel. Jetzt hört zu. Hoch über dem Wasserfall der Königin ist eine Höhle mit Hunderten von Lichtern. Wir nennen sie die glitzernde Grotte. Kannst du sie sehen? Die Königin träumte einst von einem Fluss voller Sterne, der den Wasserfall mit ihren Gemächern verbindet. Sie hat es nicht mehr erlebt. Die Grotte führt aber immer noch direkt vor die Tür des Königs. Aber die Elben lassen uns nicht dort hoch. So viele Regeln. Aber scheren wir uns um Regeln? Ich werde dort mit dir im Wasser sein. Ja, ich meine... Jetzt hat er halt drei Stimmen im Kopf, nicht nur zwei, ne? Selbst? Oh, lass uns in Ruhe. Warum lässt man uns nicht in Ruhe? Entschuldigung. Wie ich höre, haben Mel und du sich angefreundet. Das ist gut. Alle ihre Freunde sind tot. Vielleicht befreit sie uns dann auch von deiner Gesellschaft. Glaub es nicht. Ihre Freunde sind ihretwegen tot? Sie wird natürlich etwas anderes erzählen. Aber frag Gwendol, was er heute über Mel denkt. Der Rätselmeister? Aber die Elben sagen, er ist tot. Und all seine Freunde auch. Ganz genau. Oh Mann. Es sah jetzt in dem Close-Up gar nicht mehr ganz so scheiße aus. Entschuldigung. Ich meine, die Mel war ganz okay jetzt vom Model her. Nicht perfekt, aber... ...verlierst du die Verbindung zum Leben um dich herum. Und so bist du leicht zu täuschen. Huch. Lag. Da sollen wir hin. Sind das Fische oder tote Ratten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich hab's... Och, Alter. Spiel. Ich hab's beim ersten Mal schon verstanden. Schau auf zu den Sternen. Vergiss nur die Welt um dich herum. Die Verlockung der Kunst ist voller Täuschung. Das war ihr Verderben. Schaffen ist gut, aber sein. Vergiss nie. Immer noch mit dem König in den Wäldern? Alte Bäume sprechen langsam. Der König ist gerade nicht daheim. Das ist unsere Chance, die Glocke zu finden. Du schon wieder. Wir wären längst weg, wenn die Elben uns gehen ließen. Ich guckt euch mal diese Pfeile an in dem Köcher. Das ist so bescheuert. Also... Ich frag nicht. Hier hoch. Gibt es eigentlich noch Collectibles? Ja, drei Stück. Wahrscheinlich in den Gemächern des Königs. Dieser Plan gefällt uns nicht, oder? Was, wenn die Elben recht haben? Was, wenn sie böse ist? Aber was für sie böse ist, kann für uns gut sein. Ja, die Frage. Die sah nämlich auch ein bisschen durch den Wind aus, die gute Mel. Du wirst beunruhigt. Elben dürfen uns nicht sehen. Wir haben gestern ein paar Spinnen gejagt, nahe der Grenze am Waldfluss.
Erinnerst du dich an den alten Rosenhügel? Er war ganz in Nebel gehüllt. Unser Nebel? Ja. Das ist seltsam. Vielleicht stimmt etwas mit dem Zauber nicht. Wir dürfen uns ja nicht sehen. Jetzt ist die Frage. Rot, okay. Ja, mal gucken. Oh, Wache. Mach ich denn da? Wen haben wir denn da? Weiß nicht. Was meint er damit, mein Schatz? Was soll das heißen? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Aber wir haben's ihm gesagt. Smirgol findet es. Wir schwören. Das geht auch. Oh, da ist noch einer. Aha! Oh Mann. Hat er uns fett gekriegt? Ja, so halb, ne? Ja, hier oben sieht er uns natürlich nicht mehr. Das war nur der Wind. Das ist alte Skyrim-Logik. So. Moment. So. Noch Elfen irgendwo? Elfen, Elben, Zwölben, Drölben? Nein! Sprich nicht. Hör nur zu. Sieh nach oben. Du solltest zwei kleine Türme sehen. Einer links und einer rechts. Mhm. Auf der Spitze jedes Turms ist eine Glocke. Ihr Klang erweckt die Schönheit und den Zauber der Wasserfälle. Er ruft den Geist des Flusses herbei oder zähmt ihn. Und der Fluss wird dich hinauf zur Grotte führen. Die Elbin will, dass wir die Glocken läuten. Läute die Glocken. Schade, dass der Vogel nicht da ist. Oh, ein Hirsch. Aber... wie kommen wir denn dann auf? Zu. Ja, nee, ich wollte wissen, ob ich da hochkomme. Dass er zu ist, habe ich selber nicht gekriegt. Oh. Häng fest. Shit.
Hallo? Upsi. Nicht so clever. Okay. Letzter Checkpoint. Was meint er damit, mein Schatz? Was soll das heißen? Ja, ich weiß, die Glocken. Nein. Sprich nicht. Hör nur. Ach, da. Sieh nach oben. Du solltest zwei kleine Türme sehen. Ja, ich weiß. Und einer rechts. Auf der Spitze jedes Turms ist eine Glocke. Ihr Klang erweckt die Schönheit und den Zauber der Wasserfälle. Er ruft den Geist des Flusses herbei oder zähmt ihn. Und der Fluss wird dich hinauf zur Grotte führen. Die Elbin will, dass wir die Glocken läuten. Läute die Glocken. Die Elbin will, dass wir ihre Glocken läuten. Was? Entschuldigung.